Ich begrüße Sie alle mit dem Wochenspruch aus dem Hebräerbrief, wo es im 3. Kapitel heißt: Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, dem wir unser Leben und alles, was wir sind und haben, verdanken, im Namen des Sohnes, der sich mit seinem Leben und Sterben glaubwürdig für Gottes Liebe zu uns verbürgt hat, und im Namen des Heiligen Geistes, durch den wir Kraft gewinnen zu einem Leben nach Gottes Willen. Der Herr sei mit euch. Singen wir gemeinsam das Lied Tut mir auf die schöne Pforte, die Strophen 1 und 4. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ist
dir ganz nah, in deinem Mund und in deinem Herzen. Ehre sei Gott in der Höhe. Solange er zu finden ist, ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und dein Licht auf unserem Weg. Halleluja. Lasst uns Gott loben mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren aus der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Wir singen das Lied Nummer 198, Herr, dein Wort, die edle Gabe. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, hört man mich? Hört man mich? Das dürfte wohl eine oft gestellte Frage in den letzten 24 Monaten gewesen sein. Rund um die Uhr, rund um den Globus, in allen Sprachen der Welt seit der Pandemie, Gesprächspartner Zwing, ohne physischen Kontakt in Videokonferenzen zu kommunizieren. Hört man mich? Mit dieser bangen Frage beginnen internationale Gipfeltreffen, Dienstbesprechungen, Teamsitzungen, Schulunterricht und Universitätsseminare, ja sogar manche Familientreffen. Hört man mich? Ist technisch alles in Ordnung? Funktioniert mein Mikrofon? Ist das Internet stabil? Sind alle der Audioübertragung beigetreten? Hört man mich? Diese Frage ist aber nicht nur eine technische Frage und sie bewegt Menschen nicht erst im digitalen Zeitalter. Werde ich gehört? Kommt meine Botschaft bei dem anderen an? Und wenn der andere meine Worte hört, versteht er sie auch? Reagiert er darauf? Nimmt er sie sich zu Herzen? In der letzten Zeit scheinen immer mehr Menschen das Gefühl zu haben, nicht gehört zu werden. Alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen fühlen sich vergessen, überhört und übersehen. Die Friseure, die Gastwirte, die Schülerinnen, die Pflegekräfte und Ärzte, die Eltern, die Reiseunternehmer, und. Hört man mich? Diese Frage treibt auch jeden um, der Gottes Botschaft unter die Menschen bringen will. Schon die Propheten in der hebräischen Bibel stießen mit ihren Warnungen und Mahnungen oft auf taube Ohren. Und auch Jesus fragte sich wohl manches Mal, hört man mich? Er war angetreten, die frohe Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen, in Worten und Taten, oft in Bildern und Vergleichen. Viele hörten ihm begeistert zu, manche waren skeptisch, andere empört, manche verstanden gar nicht, was er wollte. Und darum geht es auch in unserem heutigen Predigtext. Wir hören nun das Gleichnis vom Seemann, das Gleichnis vom vierfachen Acker, das eines der bekanntesten Gleichnisse ist, die Jesus erzählt hat. Es heißt im 8. Kapitel des Lukas-Evangeliums, als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und anderes fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf, und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Jesus erzählt also von einem Bauern, der Saatgut ausstreut. Die Samenkörner fallen auf unterschiedlichen Boden, einige auf dem Weg, einige auf felsigem Untergrund, einige unter Dornengestrüpp, andere aber auch auf fruchtbaren Erdboden. Und jeder Hobbygärtner weiß,
dass es auf den Boden ankommt, was ausgesagt wird. Die Körner auf dem Weg werden gleich zertreten oder von Vögeln weggepickt. Die auf dem Felsboden gehen zwar auf, können aber keine Wurzel tragen und vertrocknen. Und die kleinen Pflänzchen unter den Dornen sterben ab, weil die bis zu 2 Meter hohen Dornen die junge Saat erdrücken und ersticken. Etwa 3/4 des Samens fällt also daneben. Das hört sich erst einmal ziemlich erfolglos an. Dennoch lohnt es sich die Mühe, denn das, was trotz aller Hindernisse aufging, brachte in dem warmen Klima einen reichen Ertrag. Einiges fiel auf gutes Land, auf guten Boden, und es ging auf und trug 100-fach Frucht. Und Jesus schließt sein Gleichnis mit den Worten: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und hört man ihn? Versteht man ihn? Seine Jünger fragen nach und bitten um Erklärung. Und so legt Jesus sein Gleichnis in den nächsten Versen aus. Er sagt: Das aber ist das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freude an. Sie haben aber keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Liebe Gemeinde, wie gesagt, Jesus erzählt ein Gleichnis. Das heißt, er verwendet ein Bild aus der Welt der Bauern in Palästina, aus dem Alltag, um eine tiefere Wahrheit zu veranschaulichen. Es geht Jesus nicht um landwirtschaftliche Ratschläge. Ganz deutlich erklärt er, der Same, das ist Wort Gottes. Es geht also um die Frage, wie passiert es, dass ein Mensch die Botschaft vom Reich Gottes hört und ihr glaubt. So wie ein Bauer Samen ausstreut, so wird an vielen Orten auf vielfältige Weise Gottes Botschaft weitergegeben, gepredigt, gemalt, gespielt, erklärt, vorgelesen, erzählt, diskutiert an vielen Orten, in vielen Sprachen. Das Wort Gottes wird reichlich ausgestreut, auch heute noch, auch in diesen Tagen. Auch unter Corona-Bedingungen wird weiter gesät. Wir feiern Präsenzgottesdienste und wenn es eben sein muss, mit Abstand und Maske. Auch über digitale Angebote wird der Same gesät. Durch verschiedenste Bücher, Flyer und Schriften wird Gottes Wort verteilt und reichlich ausgestreut. Und es gibt viele Online-Angebote, Gottesdienste im Internet, Radio und Fernsehen mitzufeiern. Aber nicht immer, wenn Menschen diese Botschaft hören, reagieren sie darauf. Und so bleibt das Gehörte oftmals ohne Auswirkungen. Fallen Ihnen auch Leute ein, die so sind, wie der Weg, wie der Felsen, wie der Boden unter den Dornen? Die einen hören vielleicht nur flüchtig zu, gewissermaßen im Vorbeigehen,
und lassen sich schnell wieder von der Botschaft abbringen. Lassen sich verwirren. Man hört ja so viel. Man liest ja so viel. Ja, teuflisch wirken die gezielten Falschbotschaften, mit denen Menschen verunsichert werden. Misstrauen und Feindseligkeit machen sich breit. Böse Verschwörungen scheinen manchen Zeitgenossen realistischer als Jesu Wort von der Liebe Gottes zu den Menschen, von Vergebung und Gemeinschaft, von Hoffnung und Zukunft. Und so bleibt das Gehörte ohne Auswirkungen. Andere hören die Botschaft, sind Feuer und Flamme, sind ganz begeistert, haben vielleicht ein tolles Bekehrungserlebnis. Aber es ist nur eine oberflächliche, kurzfristige Begeisterung. Sie schweben für kurze Zeit auf Wolke 7 und denken, dass es immer so bleiben wird. Aber dann kommt ein Schicksalsschlag und das ganze Lebensgebäude kommt ins Wanken. Womit habe ich das verdient? Wenn der Glaube keine tiefen Wurzeln geschlagen hat, dann ist es mit dem Gottvertrauen schnell vorbei. Seit mir das widerfahren ist, kann ich nicht mehr an Gott glauben, sagen manche Menschen. Wer Gott nur für einen harmlosen, Schönwettergott hält, erlebt nicht, wie Gott uns gerade in der Tiefe, in schweren Zeiten hält und begleitet, wie er uns nahe kommt mit seinem Wort und Trost. Und dann sind da diejenigen, die erleben, dass Sorgen, Reichtum und die Freuden des Lebens das Göttliche zu ersticken drohen, die dann bedauernd mit den Achseln zucken und sagen, ich komme so selten dazu, man hat ja auch so viel um die Ohren, Beruf, Familie und man will ja auch mal was für sich selber tun. Da ist es schwierig, auch auf Gottes Wort zu hören. Zum Beispiel eine Stunde am Sonntagmorgen zum Gottesdienst zu gehen und diesen mitzufeiern. Oder sich für andere zu engagieren in der Nachbarschaft, in der Kirchengemeinde, in Vereinen oder Initiativen. Ja, ja, man sollte, aber nicht jetzt, nicht heute, nicht gerade ich. Die verflixten Dornen eben. Und schließlich gibt es die Guten, von denen Jesus erzählt. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Ja, so möchte ich sein. Gottes Wort hören, regelmäßig Bibel lesen, Gottesdienst feiern, mit anderen Christen beten. Auch in schweren Zeiten glaubensfroh und zuversichtlich bleiben, und in einem feinen, guten Herzen und Gutes tun, soweit ich kann. Und das in Geduld. Bin ich so? Sind Sie so? Ich denke, kaum jemand wird diesem Anspruch immer gerecht. Schon mit der Geduld hapert es bei mir oft. Ich mag nicht warten, bis etwas wächst und langsam heranreift. Ich möchte schnelle Erfolge sehen. Ich möchte, dass sich meine Mühe sichtbar auszahlt. Und wenn es zu lange dauert, dann bin ich doch eher wie der felsige Grund ohne tiefe Wurzel, ohne Standhaftigkeit oder wie der Weg. Oder die Dornen des Alltags und der Bequemlichkeit ersticken meine anfängliche Begeisterung. Manchmal sehe ich mich auch in der Rolle der Bäuerin, die das Saatgut aufs Feld bringt, die Gottes Wort unter die Menschen bringen will. Hört man mich? Hört mich die Schülerin, die in der Zoom-Konferenz Kamera und Mikro stets ausgeschaltet hat?
Hört mich der trauernde Witwer beim Gedenkgottesdienst an seine verstorbene Frau? Hört mich meine Freundin, wenn ich ihr in einer schwierigen Situation versuche, zur Seite zu stehen? Hört mich irgendjemand, wenn ich Predigten ins Internet stelle? Dabei ist das gar nicht die entscheidende Frage, hört man mich. Gott ist es, der sein Wort spricht. Er hat viele Wege, Menschen zu erreichen. Er streut sein Wort reichlich und großzügig aus. Er spart nicht und geizt nicht. Kein Boden ist zu karg, zu trocken, zu unfruchtbar. Kein Mensch ist ein hoffnungsloser Fall. Das macht Mut, barmherzig und geduldig zu sein, mit den Mitmenschen und mit mir selber. Vielleicht hilft es, endlich mit der sorgenvollen Frage aufzuhören, hört man mich? Gerade wenn ich nicht immer nur Gehör bei anderen finden will, dann finde ich etwas viel Besseres. Dann höre ich Gottes Stimme. Oder mit den Worten des Wochenspruchs, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Im Hören nämlich, im Zuhören, im Hören auf Gottes leise Stimme, im Hören auf die Sorgen meiner Mitmenschen, im Hören auf das eigene Gewissen, liegen Segen und Gedeihen. Dann sind wir gutes Land, nämlich die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Amen. Wir singen. Das Lied O Gott, du höchster Gnadenwort, Nummer 194, die Strophen 1 bis 3. Sonntag findet wieder ein Gottesdienst in unserer Pfarrgemeinde statt, nämlich um 11 Uhr.
Uhr in Aboriginal. Es ist der vierte Sonntag und da ist eben um 11 in Aboriginal Gottesdienst. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen beten. Ewiger Gott, mach uns zu gutem Land, damit wir mit deinem Wort diese Welt besser machen. Gib den Einflussreichen wache Ohren, damit sie dein Wort hören und dem Frieden dienen. Gib den Mächtigen gute Herzen, damit sie dein Wort tun und die Last der Schwachen mittragen. Gib den Klugen barmherzige Hände, damit sie deine Liebe weitergeben und die Kranken heilen. Ewiger Gott, mach uns zu einem guten Land, hundertfache Frucht lass wachsen, damit wir einander beistehen, damit die Trauernden getröstet werden, damit die Sterbenden geborgen sind, damit die Verzweifelten aufatmen, damit die Geschlagenen freikommen. Hundertfache Frucht lass wachsen, damit unsere Kinder eine gute Zukunft haben. Ewiger Gott, mach uns zu gutem Land durch Jesus Christus. Ihn wollen wir hören, ihm vertrauen wir heute und alle Tage. Amen. Und gemeinsam wollen wir beten, wie es uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und die Ewigkeit. Amen. So stellen wir uns unter Gottes Segen. Gott segne euch mit einem geöffneten Herz und sei geistesgegenwärtig in eurem Wort. Gottes Erbarmen richte euch auf und schaffe der ganzen Schöpfung Lebensatmung. Gottes Liebe halte euch fest bei Tag und bei Nacht. Darum geht, ihr seid gesegnet und sollt ein Segen sein. Und so segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Zum Schluss wollen wir das Lied Nummer 171, Bewahre uns Gott, singen, die erste und die vierte Strophe. Musik.